Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Transportfieber 2. Woo! Willkommen zur ersten Folge 2020. Die anderen habe ich alle davor aufgenommen. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Pötte kommen hier und gucken, wie es weitergeht. Da ist er. Der beste Zug. Nostalgiebahn Express, Archie City. Meine Güte, die ist so cool. Wie heißt die denn nochmal? Das hier ist der Zustand gut Zug. Ich hab's vergessen. Ja, es gibt sehr traurige Nachrichten. Ihr wisst ja, dass ich immer den lieben Heisenberg empfehle. Aber der liebe Heisenberg hat leider keinen YouTube-Account mehr. Sein Brandkonto mit allen Abonnenten und Videos wurde gelöscht. Durch einen Trojaner auf dem Computer, vermuten wir, oder ein Hack, was auch immer. Und jetzt haben wir hier wahrscheinlich ein paar Exil-Heisinanten. Also, ihr seid natürlich herzlich willkommen, liebe Heisenberg-Zuschauer. Aber ich hoffe, dass ihr nur temporär hier seid. Ich freue mich natürlich über neue Zuschauer. Aber wir beten und hoffen, dass der liebe Heisenberg seinen Kanal möglichst schnell wiederbekommt. Weil keiner macht so tolle Transportfieber-Videos wie der liebe Heisenberg. Ja? Also, hoffen wir das Beste für den guten alten Mann. Ich bin sehr unerfahren in diesem Spiel und mache so grob alles so ungefähr, wie ich denke, es funktioniert. Aber ihr könnt gerne euren Senf in die Kommentare zugeben. Solange ihr lieb seid. So, in Gedenken an Heisenberg, dass wir alles Gute hoffen, werden wir jetzt Rhodes umbenennen in Heisenbergstadt. Heisenberg. Wie heißt die nochmal? Oak und so, ne? Heisenberg. Ja, Heisenberg. Ich wollte Rip Heisenberg nennen, aber das Heisenberg City. Heisenberg City. So, jetzt haben wir Heisenberg City. Und hoffen das Beste, jetzt werden wir uns ein bisschen um Heisenberg City kümmern. Ich habe schon den ersten Tipp. Und zwar, es ging um die Straßen, ob die überhaupt 60 km/h sind und so. Müssen wir mal gucken. Haben wir denn überhaupt schon 60 km/h Fahrzeuge? Das ist die Frage. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen... Das mache ich mal jetzt mal hier an. Hälfte Datum. Wir sind sowieso alle nur 40 km/h. Ah nee, tatsächlich, der Opel Blitz. Stimmt ja. Nee, haben wir doch eigentlich, oder... Also wenn wir 60 haben wollen, dann geht Landstraße nicht mehr. Ist das korrekt? Wir müssen dann also... Ah doch, 100 km/h. 80, 60. Wie wär's denn mit so mittleren Landstraßen? Die sind doch kleiner, oder? Ach, guck mal, wie süß. Soll man nicht direkt so eine große vierspurige nehmen? Oder sind die vielleicht zu hässlich? So eine zweispurige? Kommen wir mal direkt zu so einem Highway. Cool. Das ist ja cool. Pause. Ich wollte erstmal kurz noch nach Strawberry. Oh, das ist natürlich jetzt blöd hier. Das wollen wir da eigentlich nicht. Aber wir könnten normale Straßen machen. Warum ging das denn jetzt hier nicht? War nervig. Da können wir aber Einserstraßen machen, ne? Wäre natürlich toll, wenn ich einen Highway mache, der nicht irgendwie in andere Straßen reinmündet, sondern dass wir irgendwie hier so einen Highway machen, wo die Leute dann drauf fahren können. Das müssen wir eigentlich auch mal machen. Das klingt ziemlich cool. Ja. Hä? Hä? Gut, vielleicht machen wir das auch jetzt mal. Vielleicht... Lol. What the hell is going on? Ach so. Ich kann da reinfahren. Warum soll ich da reinfahren wollen? Ich weiß immer noch nicht, wie ich die gerade mache. So. Wir werden bald sowieso immer noch mehr Autos fahren. So, hier haben wir jetzt auch noch so olle Straßen. Was sind jetzt Stadtstraßen? Also das müssen wir schon... Oh, hier mit so Bäumchen. Guck mal.
Schön. Dass die Städte das nicht selbst upgraden. Hoffentlich machen wir jetzt die Straßenbahn nicht kaputt. Ich wollte nur, dass die da schnell fahren. So. Okay. Machen wir hier die Kleinstraße. Da muss das halt so sein. Lampen. Ampeln. Kann ich Ampeln irgendwie editieren? Kann ich Ampeln irgendwie... Hier gibt es Tramgleise und Busspuren. Aber wie kann ich denn Ampeln entfernen? Theoretisch, ja? Kann ich Ampeln entfernen? So muss ich einen Mod dafür holen, weil ich habe keinen Bock mehr auf Ampeln, wie die alle hier immer stehen bleiben. So, jetzt lassen wir mal weiterlaufen. Ich wollte die mal alle upgraden. Die transportieren... Was transportieren die? Die transportieren die Bretter. Okay. Das ist auch wichtig. Dass alle Güter machen. So, was sind die Bretter? So, dann haben wir jetzt die Straße. Hier ist auch sehr alt. Sehr alt! In den guten alten Tagen des Blablas gebaut. Blabla. Guck mal, hier geht's. Machen wir die kleine Straße. Ist jetzt 80. Vielleicht machen wir doch lieber die hier hin. Warum geht die denn jetzt nicht? Egal, lassen wir es erstmal. So, die fahren sowieso keine 80. Noch nicht. Alle Güter. Opel Blitz! Was ist mit dem hier? Der will nicht mehr. So, guck mal. Oh. Das Maximum. So, und hier könnten wir noch ein Level machen, aber wir müssen das erst noch versenden. Wir brauchen eigentlich noch einen Abnehmer. Aber nur wohin? Vielleicht kann ich auch jetzt mal das mit LKWs regeln. Mittlerweile sind die ja schon ganz gut geworden. Guck mal, hier fahren sie über den Highway. Die Autos passen halt überhaupt gar nicht dazu. Kommt her, ihr kleinen Racker. Ihr werdet geopelt. Werdet zu Frontschweinen. Ah, hört ihr diesen Klang von deutscher Wertarbeit? Damals war es das noch. So, jetzt müssen wir die Brotlieferung hier mal verbessern. Ja, hier habe ich da so einen Scheiß gebaut. Ich erinnere mich. Das geht jetzt noch nicht. Geht das vielleicht damit? Ja, das geht. Blöden Landstraßen mal loswerden hier. Es funktioniert. Keine Fragen stellen. Das müssen wir noch ändern. Wir lassen jetzt erstmal noch mal kurz einpendeln. Brot, Abnehmer. 100% Valentine. St. Lapponi und Amadillo. Da müssen wir jetzt auch nochmal was hinbringen. Und zwar vielleicht von hier sogar. Vielleicht nach St. Lapponio. Würde sich eigentlich anbieten. Und Amadillo eigentlich auch. Wo ist nochmal unser Frachtflugplatz? Das war, wo war nochmal unser Frachtflugplatz? Wollte ich nicht einen Frachtflugplatz bauen? Haben wir den nicht auch gebaut? Und zwar von da nach Tumbleweed. Ne, genau. Ach ja, stimmt, der hat nicht so toll funktioniert. Ach ne, hier ist auch nicht so richtig was angekommen. Stimmt, da war ja was. Ich mach nochmal... Ich lasse nur mal den einen da. Weil wir haben hier ein Problem mit Plastik.
Wie sieht's denn hier aus? Hier ist doch alles voll, ne? Was geht so? Plastik haben wir auch. Also wir haben hier unsere Öl- und Plastikproduktion. Hier ist eine unsere zusammen große Strecke, die führt Passagiere nach St. Laponio, runter nach Archie City. Hier ist unsere Stahlproduktion und Schiffe, die auch... ja, Kohle ist immer noch so ein Ding. Aber wir haben immer noch keine neuen Schiffe, ne? Hier ist nochmal ein bisschen Kohle. Nee, da tut sich nichts. Zürich. Einen neuen Dampfer haben wir bekommen. Da, Kohle, cool. Autosave, boah, ich dachte schon. Okay, bräuchte noch mehr Kohle. Kohle! Mehr! Ich könnte auch von da oben Kohle auch darunter. Das wir alles zum Hafen bringen. Oh ja, das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Komm, wir bauen mal. Halt, Moment. Bevor wir das jetzt machen, ich wollte den alten Nostalgie-Express. Wir haben so alte Loks hier. Aber die schleppen sich den Hügel hoch. Und das geht so nicht weiter. Wir müssen es zu Ende bringen. Es tut mir leid. Die Bahnen haben zu Ende gedient. Oder wir machen daraus diese Superzüge. Ja? Die würden das bestimmt schaffen. Oder diese Alkos. Die frühe Serie, die amerikanischen Lokomotiven in New York gebaut wurden. Guck mal, die haben eine gute Leistung. Aber ich könnte nicht die Waggons austauschen. Die hätten wir auch gar nicht mehr. Oh Mann, ey. Ach, die neue. Oh, haben wir die schon irgendwo gebaut? Doch, die haben wir schon irgendwo gebaut. Aber die wäre schon... Pass auf, sonst tauschen wir die einfach aus. Das war's mit dem Nostalgie Express. Es tut mir leid. Aber wir machen aus euch jetzt diese komischen, coolen... Ich könnte auch die hier daraus machen. Machen da jetzt die draus. Hässliche, laute... Es tut mir leid. Oh. Jetzt habe ich den nochmal ersetzt. Das war jetzt teuer. Ich glaube, die kommen den Hügel besser hoch. Jetzt müssen wir auch ganz viel gucken, dass wir die Dingens ausbauen, umbauen. Wo ist der Zug? Der ist gerade neben einem Dingensbummens gefahren, aber das kann auch nicht... Ach, da ist er doch. Fahr hoch, mein Sohn. So, da ist der... Jetzt sind wir das erste Mal ankommen. Das ist der Brottransport. Wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's denn hier aus? Sprit haben wir auch noch nicht hingebracht. Ich wollte das eigentlich ohne euch machen. Siehst du, da habe ich gesagt, dass ich das vergesse. Denn ja auch hier Stromleitung, ja, ne? Und da habe ich schon so viel Tunnel gemacht. Hier oben ist immer Ruckel-Action, ich weiß auch nicht. Dann kommt ihr hier raus und hält bei unserer das Problem ist ja, ich sag das nur für die die Exilanten vom Heisenberg. Hier ist Armadillo und das ist so weit oben. Guck mal, die kann jetzt viel schneller hier hochfahren. Ist doch gut. Gucken wir bei der mal nach. Ah ja, guck mal hier. Sehr schön. So, ich will jetzt hier die Züge... wir haben hier unsere... Das ist das, darauf bin ich sehr stolz. Hier haben wir unsere, unsere super Dingensbummensstrecke. Und zwar, komm, wir machen aus Stadt. 60 km/h müsste eigentlich gehen, weil ich meine, schneller fahren diese... Oh, das geht auch nicht. Das müssen wir. Also, vielleicht machen wir doch hier. Aber haben die denn überhaupt. Warum geht denn das jetzt auch wieder nicht? Wir haben noch genug Geld, ne? Ja, haben wir. Guck mal, das geht. Aha. Guck mal, was testen.
Ach, da ist es doch. Hier geht's nur nicht. Aber warum? Guck mal, der hat einen Haus hingebaut, tatsächlich. LOL. Vielleicht mache ich da doch Stadt draus. So, pass auf. Jetzt werden wir die jetzt ummünzen. Und zwar zu, wir werden jetzt löschen. Und machen daraus Trumps. Donald Trumps. Nee, bitte nicht. So, wir haben leider immer noch keine neuen. Machen wir erstmal 3 Stück. Es gibt aber nur Armadillo Trump. Das ist jetzt natürlich, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Dass wir das auch alles geupgradet haben. Da. Dass sie überall hin können, wo sie wollen. Aha, da, Bus. Weil die sollen die Leute runterbringen. Die halten auch nochmal hier an. Und sollen die Leute runter zum Hafen bringen. Zu unserer einzigen Schiffsstraße. Weil da fahren sie auch mit. Wunderschön. Mann, die ist immer ruckeln. Genau hier oben. Bitte einsteigen. Und da kommt der neue alte Nostalgie-Express. Der Simi-Express. Das wird hoffentlich besser laufen. So, ich muss optimieren. So, Kohle. Ja, machen wir jetzt erstmal die Kohle. So wie ich eben gesagt habe, das sollte am schnellsten gehen. Machen wir erstmal hier einen Verladepunkt. Ein Verladepunkt. Wir sind ja vorausdenken vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber eigentlich würde ich gerne... Na egal. Scheiße hier gebaut habe. Das macht's nicht besser. Weil stapeln sie sich, ey. So, machen wir hier mal Dingensbummens. Achso, ich wollte gerne die mal anders bauen. Und zwar so. Pass auf, ich zeige euch das mal. Ich dachte eher immer an... Nee, halt, warte. Anders. Und so wollte ich gerne auch alle Verlade- und Bahnhöfe und so machen. Mal gucken, ob das überhaupt geht, so wie ich es haben wollte. Entschuldigung, ich drücke immer an die falschen. So, und zwar machen wir die Eingänge so. Ja, pass auf, ich editiere den mal kurz. Ich weiß nicht, ob das immer so gemacht wird, aber ich mach das jetzt mal weg. So, jetzt ist, hier ist die Ausfahrt. Hier ist die Ausfahrt. Hier ist die Einfahrt. Ja. Und, dann mache ich so ein bisschen größer. Okay, so, genau so wollte ich das machen. So stören die sich nicht gegenseitig an den Ampeln. Ja, vielleicht schon.
Oh Mann, das sieht ja aus, als könnte... Das ist keine größere Straße sein. Na gut. So wollte ich das machen. Müsste doch eigentlich gut gehen. So, machen wir hier unten mal Fahrzeuge. Ne, halt erstmal Strecke. So, bam. Okay. Machen wir erstmal 10. Gucken, wie die laufen. Linie 2. Müsste die Tieren? Ist es Linie... Ich weiß. Es gibt bessere Kurzdinger dafür, aber... Ich brauche nur einen kleinen Hint, mehr nicht. Los, meine Opel Blitz-Konvois! Holt die Kohle! Holt die Kohle! Ich hätte auch hier einen Kohlezug machen können, aber das ist doch jetzt halt so. Meine Autos. Können wir auch irgendwann, wenn wir direkt neue Kohleschiffe haben, die hier ansiedeln. Guck mal, hier ist Kohle übrig, oder? Wer hat sonst? Nee. Alles gut. So! Das haben wir. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Guck mal, dass der Dampfer da gerade unter der Brücke hergefahren ist. Ah, die haben wir schon so lange. Das ist so schlimm. Wollen wir die schon zerrosten? Die kleinen lahmen Dampfer. Weil dann könnten wir auch noch mehr Stahl produzieren, wenn die Kohle mal ausreichend da wäre. Aber Kohle ist ja ausreichend auch hier. Ich meine Stahl. Plastik könnte nur noch besser sein. Ist aber auch schon auf Maximallevel. Aber ich sehe, dass hier halt nicht ordentlich und schnell genug abgeholt wird. Jetzt können wir mal gucken. Habe ich den nicht schon mal gehabt? Ach ja, hier haben wir die Dingels reingemacht. War, ist schon besser als vorher. Ah, oh, die ist so geil, ne? Guckt euch die mal an. Ich muss sagen, das ist meine Lieblingslok geworden. Alter, guckt euch das Teil mal an, ja? Alter, ist das geil, oder? Geh weg, du kleiner Bam! Stellt euch vor, sowas als MMO. Ja? Als Massive Multiplayer Online Game. Das läuft dann immer nur auf normaler Geschwindigkeit. Aber permanent. Das wäre doch geil, oder? Oder so ein Server mit so 20 Firmen und einer riesengroßen Karte. Geil, oder? Dann hat jeder eine Stadt. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen die Strecke jetzt upgraden. So, erstmal gucken. Ja, ist schon. Okay. Ach, das eine ist eine Diesel-Lok. Ist gar keine Elektro-Lok gewesen. Stimmt, deswegen... Da ist noch nichts. Ist halt schön und gut. 80 km/h, aber... Ne? 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 Müssen wir die ganze Strecke sowieso mal hier modernisieren. Das hier funktioniert ja Gott sei Dank mittlerweile. Ihr könnt nicht, wisst ihr gar nicht, wie lange ich hier dran rumgefummelt habe. Damit das überhaupt mal funktioniert. Stopp! Bevor die jetzt anhält. 20 hat die. So, jetzt machen wir elektrisch. Da, Alter. Boah, jetzt hier nicht falsch drücken. ja, wir haben, ach, wir haben ja nur die 80er Wagen, ja? Ist halt auch blöd. Aber kann vielleicht mehr ziehen. Wo steht hier nochmal, wie viel ich schon hinzugefügt habe? Steht das hier irgendwo? Ich sehe es halt nicht. Gibt ein Fahrzeug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vielleicht mache ich 2 Züge. 1, 2, 3, 4. Vielleicht mache ich einfach 2 hiervon und scheiße es mal drauf.
Was fährt die eigentlich hier? Ist die... Die ist auch gut. Das würde jetzt keinen Unterschied machen, oder? Ich meine, die Strecke kann... Die können nur bis 80 ziehen. Deswegen ist das egal. Ist doch eigentlich echt egal. Bis 100 km/h Zugkraft. 430. Puh, das Ding ist schon... Aber das ist halt nicht zu vergleichen. Das beschleunigt wahrscheinlich 3400. Nee, scheiße. Wir lassen die Lok. Wir lassen die erstmal. Vielleicht machen wir eine zweite. Gucken mal, wie viel die davon mitnimmt. Guck mal, eine zweite können wir auch vergessen. Die nimmt fast alles mit. Guck mal, wie schnell die beschleunigt. Alter Schwede. Für einen 20er Waggon. Wie die einfach wegzieht. Ist schon ziemlich cool. Ne, lass mir erstmal. Gucken wir mal, ob wir das hier sowieso mal verbessern. Aha, siehst du? Machen wir das erstmal weg. Das müssen wir jetzt erstmal optimieren. Die habe ich erst letzte Folge oder so hier reingetan, oder? Ja, bestimmt, bestimmt. Ist doch schön, wie wenig Wagen das jetzt immer wieder werden hier. Ich mache das immer hier so, dass ich mal genau gucken kann, wie effektiv das hier läuft. Erstmal so. Ich überlege. Eigentlich läuft das gut. Transport 33%. Ja. Wir können noch ein paar mehr Waggons hinzutun, oder? Würde das gehen? Er hat 20 jetzt drin. Ich glaube, es war nur bis 20 und dann war Schluss. Also wenn ich die Lok nehme, plus Cargo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Alter. Ich mache einfach noch ein paar Wagen da dran. Nochmal 10. Los! Wir rüsten dich auf! Willy, Wonka, Lok. Aber die ist schon ein bisschen ausgenutzt, ne? Kann das sein, dass wir die vielleicht einfach mal... Ne, Zustand ist gut. Leistungsbewertung mittelmäßig. Ich würde gerne wissen, wie das sich zusammenschließt. Zusammendingst. Superplastik. Okay, Superplastik. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, scheiße. Plastik, wo bist du denn? Sag nicht, du bist die Linie, die keinen Namen hat. Archie City Plastik. Jetzt hat sie die ganze Ladung wieder versemmelt, aber egal. So. Hermines Tasche. Hermines Zugwaggonstation. Unfassbar. Okay, mal gucken, wie die sich einpendelt. Ich mach mal hier die Geschwindigkeit runter und lass mal ein bisschen laufen. Boah, Alter, guck mal. Ja, du musst jetzt mal zurückfahren, mein Freund.
Ah ja, geht nicht. Scheiße, sehe ich gerade. Aber so müsste es gehen. Ah ne, geht's nicht. Scheiße, die ist zu lang. Oh, warte mal. Das machen wir noch gerade. Ach, sie hat sich selbst gefixt. Guck mal. Na gut. Ja, bin ich ja mal gespannt. Jetzt haben wir ohne Ende Plastik hier nicht mehr existent. Jetzt ist es wieder voll. Wir können das Bahngleis nochmal verlängern. Ich weiß, ich wollte eigentlich aufhören. Sekunde, wir sind gleich fertig. Machen noch mal einen. Nochmal einen. Konfigurieren. Jetzt ist mal Tracks. Hallo? Ah ja, es dauert immer länger. Wow. Bloß nicht zu schnell. Ach, guck mal hier, können wir auch Dingens machen. Plattforms. The Cargo. Ja, Cargo. So. 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 Ist jetzt nicht viel länger. Hätte ich mir auch sparen können. Aber dann lädt er trotzdem ein. Ich kann... Irgendwas ist der Bahnhof so lang, dann brauche ich überhaupt keinen Bahnhof. Dann kann ich die Bahnhöfe einfach verbinden. Das ist ein großer Bahnhof. Auf der einen wird eingeladen, auf dem anderen wird entladen. Das geht bestimmt auch, oder? Die sind ganz gut, aber hier passen echt nicht viele Leute rein. Ich werde hier stehen an den Bahngleisen. Ich höre jetzt auf, Leute! Ja? Oh, scheiße, ja. Guck mal hier. Nee, das ist Archie City Express, Leute. Die müssen wir abwerten. Ach, der hätte neun auch, ne? Wow, lol. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein!